und du für das Werfen einer Rakete, für das Investment von 6 Elixier, für nichts, für ein bisschen Turmschaden, einfach bei diesem Deck nicht bestraft wirst. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Es kann nicht sein, dass ein Zauber, und das sehen eben auch viele Pros so, der Gegner ist jetzt sowieso schon wieder von den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, keine Ahnung, was seine Mission ist, lässt die Queen schon mal durchlaufen. Das heißt, so gewinnt man mit dem Deck eigentlich nicht, aber der Gegner ist offenbar jetzt 11k oder hat einen geistigen Disconnect. Es kann nicht sein. Und zwar absolut gar nicht. Und da wurde der Gegner gerade von Mama gerufen, weil Mama hat gesehen, er spielt gegen Rocket Cycle, hat gesagt, Leute, das ist ab 18, das wird ein Schmuddelfilm, das lassen wir mal nicht zu. Deswegen ist der Gegner 11k, hat dann der Handyverbot für die nächsten 3 Wochen bekommen, schade Schokolade. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Es ist unmöglich, dass es funktioniert, dass du einen 6 Elixier-Zauber auf einen Turm haust und dein Gegner keinerlei Möglichkeit hat, aus 6 Elixier, das ist über die Hälfte von der Leiste da unten, ja, dass du die ausgibst und dafür nicht gepunished wirst. Das kann nicht sein.